Die Bayern wollen die Tabellenführung zurück. Dafür braucht es 3 Punkte gegen Bayer Leverkusen. Die haben erst eine Niederlage in dieser Saison kassiert. Nach 5 Minuten gibt es die erste Ecke für die Münchnerinnen. Bühl bedient Eriksson. Die frühe Führung für den deutschen Meister. Magdalena Eriksson hat schon in der Champions League zuletzt den 1:0-Siegtreffer in Paris erzielt. Jetzt legt sie mit Saisontor Nummer 2 nach. Eriksson wird da ganz alleine gelassen von der Leverkusener Defensive. Der Kopfball ist dann aber auch ein echtes Geschoss. Da hat Rebpohl im Bayer-Tor nicht den Hauch einer Chance. Die Bayern dominieren in der Anfangsphase. Vor allem die Standards sorgen für Gefahr. Wieder Bühl, diesmal auf Vigos Dottir. Auch da fehlt nicht viel. Beinahe trifft auch die zweite Innenverteidigerin des amtierenden deutschen Meisters. Leverkusen hat in der Liga zuletzt 3-mal in Folge unentschieden gespielt. Der November also gänzlich in vorweihnachtlicher Stimmung des Teilens. Im DFB-Pokal hat es dafür einen 4:0-Sieg gegeben gegen den HSV. Gegen die Bayern dauert es rund 20 Minuten bis zur ersten guten Gelegenheit. Nikola Kaczewska köpft da etwas zu hoch. Ansonsten beherrschen die Münchnerinnen dieses Spiel. 25 Ligaspiele in Folge sind die Bayern mittlerweile ungeschlagen. Eine fast schon unheimliche Serie. Tourangier schießt Dallmann an, plötzlich Lohmann im Strafraum. Der letzte Kontakt ist dann aber etwas unsauber, deswegen kann Rebpohl den letztendlich aufnehmen. Leverkusen muss heute krankheitsbedingt auf Cheftrainer Robert De Pauw verzichten. Deshalb sitzt Co-Trainerin Jessie van de Broek an der Seitenlinie. Und die sieht nach wie vor gefährliche Münchner Standards. Damjanovic kommt zum Kopfball. Es geht aber auch die Fahne der Assistentin hoch. Und das auch zu Recht. Die Schlussphase von Halbzeit 1. Quinn schickt Linda Dallmann. Die bleibt erstmal hängen, setzt aber sofort nach. Dadurch kommt der Ball zu Damjanovic. Die fackelt da nicht lange. 3-mal hat sie schon getroffen in dieser Spielzeit. Hier fehlt dann doch ein guter halber Meter. So bleibt es zur Pause bei einer verdienten 1:0-Führung. Aber die Bayern werden weiterhin gewarnt sein, Leverkusen nicht zu unterschätzen. Alexander Strauß bringt Lea Schüller für den 2. Durchgang. Sie hat die Länderspielpause letzte Woche verletzungsbedingt verpasst. Jetzt ist sie wieder fit und kommt für Clara Bühl. Es geht weiter, mal wieder mit einem Standard. Eine gute Freistoßposition für Quinn. Julia Quinn, wow! Was für ein Hammer! Julia Quinn mit ihrem insgesamt 31. Bundesligator. Und wahrscheinlich einem ihrer schönsten. Ein perfekt geschossener Freistoß. Das ist nicht einfach nur ein Traumtor. Das ist ein echter Einschlag. Dementsprechend fällt auch der Jubel auf der Trainerbank aus. Ein Geniestreich bringt die Bayern jetzt klar auf Kurs. Heimsieg. Und die Münchnerinnen machen weiter. Nach der Pause wirkt Leverkusen dezent überfordert. Dallmann legt ab für Stanway. Der Abschluss ist dann einer für Rebpohl. Chancen gibt es jetzt fast im Minutentakt. Eriksson auf die eingewechselte Lea Schüller. Wie frei kommt die denn zum Abschluss? Rebpohl steht dann genau richtig. Immer noch keine Stunde gespielt. Der Druck der Bayern lässt nicht nach. Damjanovic 3:0. Es wird richtig gezaubert. Jovana Damjanovic mit Saisontor Nummer 4. Das ist nicht nur stark herausgespielt, sondern auch ein ganz feiner Abschluss. Wenn die Bayern so gut in Form sind, wird es ganz schwer, hier etwas mitzunehmen. Erst nach diesem 3. Treffer nehmen die Münchnerinnen das Tempo etwas raus, bleiben aber trotzdem das gefährlichere Team. Wieder mal eine Ecke, Damjanovic taucht am ersten Pfosten auf, setzt den aber knapp neben das Tor. In den Schlussminuten kommt Leverkusen dann doch nochmal in den gegnerischen Strafraum. Merino González kommt nicht richtig an den Ball. Die 17-jährige Spanierin gilt als große Nachwuchshoffnung bei der Werkself.
Danach ist Schluss. Die Bayern gewinnen hochverdient mit 3:0 gegen Leverkusen, erobern die Tabellenführung zurück und bleiben als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.